Und was ist mit dir, Frank? Hast du gestern auch diesen Freak bei American Superstars gesehen? Was? Na, gestern. Der Freak bei American Superstars. Nein. Ich meine, ja, ich habe den Kerl zufällig gesehen. Ich sehe mir American Superstars nicht an. Du siehst es dir nicht an, aber du hast ihn gesehen. Ja. Bist du dir zu gut für die Sendung? Ja. Ich bin mir zu gut für Karaoke-Shows, in denen Typen zu Stars gemacht werden, die kein Talent haben. Das kannst du so nicht sagen, Alter. Ein paar dieser Kids haben richtig Talent. Nein, haben sie nicht. Sie treffen ein paar Töne ganz gut und klingen dabei ganz okay. Sie sind keine Gefahr für kleine Mädchen oder alte Ladies. Sie sind in der Lage, sich einigermaßen ruhig einzureihen in die Schlange der Verzweifelten vor dem Studio. Aber ich versichere dir, sie sind talentfrei. Ja, aber ich wette, 32 Millionen werden dir da widersprechen. Denn so viele Leute haben letztes Jahr beim Finale angerufen. Ich wollte, ich wäre ein super genialer Erfinder und mir fiele was ein, wie ich die Handys mit einem Sprengsatz versehen könnte, der hochgeht, wenn die American Superstars-Nummer gewählt wird. Der blöde Akku könnte explodieren und eine Narbe auf der Wange hinterlassen, damit ich gleich weiß, mit wem ich mich gar nicht erst unterhalte. Ja, ich könnte sie ansehen und sagen, nein, du wirst nicht sagen können, was irgendwie für mein Leben wertvoll sein könnte. Ja, aber er ist witzig. Hör mal, gib es doch ruhig zu, Stephen Clark, der ist zum Totlachen. Es ist nicht nett, sich über jemanden lustig zu machen, der nicht ganz dicht ist. Das ist die gleiche Art von Freakshow-Ablenkungsmanöver, das abgezogen wird, wenn ein mächtiges Imperium dabei ist, unterzugehen. American Superstars ist das neue Kolosseum. Und ich weigere mich, mir eine Sendung anzusehen, die die Schwachen jede Woche wieder aufs Neue für unser Vergnügen erniedrigt. Mir reicht's wirklich. Heutzutage ist alles so grausam. Ich will einfach, dass das aufhört. Jennifer Aniston, tut mir echt leid. Ich weiß, das ist tragisch, aber egal wie viele ausländische Kinder Angelina Jolie adoptiert, ich kann sie nicht ausstehen. Ich auch nicht. Das macht die Ich meine, die Leute reden nicht mal mehr richtig miteinander. Die schnattern einfach nur das nach, was sie im Fernsehen sehen oder im Radio hören oder was sie sich im Internet reinziehen. Wann hast du das letzte Mal eine richtige Unterhaltung geführt, ohne dass jemand dabei gesimst hat oder auf einen Bildschirm oder einen Monitor über deinem Kopf gestarrt hat? Also eine Unterhaltung, bei der es nicht um etwas ging wie im Promis, Klatsch und Tratsch, Sport oder um Pressemeldungen. Naja, um etwas von Bedeutung oder etwas Persönliches. Weißt du was? Taint und Jeff haben heute Morgen darüber geredet. Oh, sie meinten, dass ihre Redefreiheit gefährdet sei. Die hörst du dir auch nicht an, ne? Nein, auch die nicht. Was? Was bist du für einer? Hörst du dir etwa Katie und die Schlangengrube an? Denn die Jungs sind Pussys, Frank. Okay, und alles, was sie sagen, klauen sie von Taint und Jeff. Ich kann keinen von denen leiden. Wie kannst du sowas sagen, Bro? Sie sind vielleicht nicht politisch korrekt, aber sie sind witzig, Frank. Also da ich von Haus aus keine Angst vor Ausländern oder Menschen mit Vaginas habe, zähle ich wohl nicht zu deren Zielgruppe. Du checkst es nicht, sonst würdest du dich nicht so angegriffen fühlen. Doch, ich checke es und ich fühle mich angegriffen. Nicht aber, weil ich damit ein Problem habe, wenn verbitterte, durchschaubare, jammernde, millionenschwere Discjockeys über Promis ablästern oder darüber, wie schwer ihr Leben ist. Während ich in einer Wohnung mit hauchdünnen Wänden hause neben einem paar Neandertaler, die anstatt eines Babys eine Art nachtaktive Luftschutzsirene zum Schutz der Stadt in die Welt gesetzt haben, die losschrillt, als würde der Angriff auf Pearl Harbor bevorstehen. Es kränkt mich nicht, dass sie so tun, als wäre es meine Verantwortung, ihre Rechte zu wahren, wenn es darum geht, über Schwache herzufallen wie wilde Bestien. Oder schlimmer noch, wenn sie erwarten, dass wir uns für ihre Redefreiheit einsetzen sollen, während sie sich einen Scheißdreck für unsere interessieren. Du bist also auch gegen die Redefreiheit. Die gehört zu den Grundrechten, Mann. Ich würde mich für ihre Redefreiheit einsetzen, wenn ich das Gefühl hätte, dass sie gefährdet ist. Ich würde für ihre Redefreiheit kämpfen, wenn sie uninspiriert reden wollen, über ihre Blowjobs oder schwulenfeindliche, rassistische Vergewaltigerwitze erzählen, weil sie provozieren. Aber das tun sie ja nicht. Es verkauft sich gut. Es ist nun mal in der heutigen Zeit der Inbegriff des kommerziellen Mainstreams. Weil das alles nur für die "Oh, wie kannst du so etwas nur sagen?" Generation ist, für die ein schockierender Spruch wirkungsvoller ist als die Wahrheit. Niemand zeigt noch ein Schamgefühl. Und das sollen wir auch noch bejubeln. Gestern habe ich gesehen, wie eine Frau einen gebrauchten Tampon nach einer anderen geworfen hat. Und das bei einem Sender, der sich selbst hochtrabend als moderner Frauenkanal bezeichnet. Ja, und Kids, die sich gegenseitig halb totschlagen und das auch noch bei YouTube reinstellen. Ich meine, damals im Dschungelcamp war das Fressen von Maden und Ratten noch total schockierend. Und heute kommt es einem schon ausgelutscht vor. Ich bin mir sicher, die Tussis von Two Girls, One Cup haben bald ihre eigene Dating-Show bei VH1. Darauf wette ich. Ich meine, wieso halten wir an einer Zivilisationsform fest, wenn keiner daran interessiert ist, sich zivilisiert zu verhalten?